Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich nur für meinen Partner getan. Habt ihr schon mal etwas getan, nur für euren Freund, eure Freundin, Mann oder Ehefrau, was ihr eigentlich selbst nie getan hättet, was euch vielleicht sogar zuwider ist, was euer Gewissen belastet hat, aber aus welchen Gründen auch immer, ihr habt es für euren Partner getan. Wenn es sowas gegeben hat und ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. E-Mail-Adresse sage ich später. Ich begrüße jetzt erstmal Michael, der ist 32. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Endlich mal nach Jahren komme ich zu dir live ins Studio. Ja, ist das schön. Das ist mal wunderbar. Und bei dir ist Sandra, 21. Jawohl. Mein Thema oder unser Thema heute, was habe ich für meinen Partner oder Partnerin gemacht? So ist unser Thema, genau. Jawohl. Ich bin seit letztes Jahr September bisexuell. So plötzlich oder wie? Das war eigentlich eine ganz blöde Idee. Von meiner Freundin aus ging das. Das war letztes Jahr im September. Ja. Und da hat sie dann irgendwie mal so angefangen, Mensch, wie wäre das, wenn du mal es mit meinem Mann tust und so. Ich komme dann so irgendwann später oder früher mal herein und mach mit. Aha. Dachte im ersten Moment, irgendwo hakt es bei ihr im Kopf. Ja. Und dachte, also nee, das kann wohl nicht wahr sein. Dann ja. Hat sie mich längere Zeit drauf angesprochen und getan und mich dazu getrieben. Du hattest vorher keinerlei Erfahrungen mit Männern. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War auch nicht dein Thema, hat dich überhaupt null interessiert. Hat mich null Bock gehabt, da drauf. Ne? Ja. Und dann habe ich halt nach längerer Zeit es dann mal getan und habe gesagt, okay, mein Schatz, wir werden es tun, sobald, wenn wir dann den Partner finden. Ja. Und wir haben das dann getan und jetzt muss ich sagen, ohne dies könnte ich nicht mehr leben. Also das hast du nur für deine Partnerin getan, nämlich du hast dich mal auf einen Mann eingelassen. Wie habt ihr denn diesen Mann gefunden? Ach, das ist eigentlich ganz, ganz schwer. Punkt eins mal über die Zeitung, aber wir haben da sehr, sehr wenig Resonanz gehabt und dann gibt es bei uns ein bestimmtes Blatt, wo immer mittwochs kommt und da sind unter er sucht sie oder sie sucht ihn oder unter verschiedenen Treffs stehen dann immer so Handynummer und dann schicken wir den Leute SMS zu und fragen, ob sie Bock und Lust und Laune haben. Also war der erste Partner, mit dem du Sex hattest, ein Fremder, ein für dich fremder Mann? So ist es. Niemand aus dem Bekannten? Nur Freundeskreis. Nein, überhaupt nicht. Wie ist denn das abgelaufen? Hattest du dann wirklich erstmal alleine mit dem Typ was und dann, so wie sie es wollte, ist deine Freundin dazugekommen oder war es gleich von Anfang an zu dritt? Das war von Anfang an erst zu dritt, weil es war doch eine gewisse Hemmungsschwelle dabei. Wie geht man jetzt voran? Ja. Vor allen Dingen, wir sind erstmal 2-3 Stunden im Wohnzimmer gesessen, haben geredet, bis man sich mal wegen aufgeheitert hat. Ja. Aber muss man sagen, wir sind dann aufgestanden und haben das dann gleich zu dritt gemacht. Jetzt in Zwischenzeit machen wir das nicht mehr so, sondern dass ich erst mit der Frau oder mit dem Typ, wie auch immer, erst alleine unter die Dusche gehe. Aha. Und dass wir uns ein bisschen beschnuppern, gegenseitig waschen und massieren vielleicht. Und dann anschließend gehen wir zusammen ins Schlafzimmer. Hört sich doch nett an. Das heißt, wenn du sagst, mit dem Typ oder mit der Frau, dass es ab und an wirklich solche Gruppengeschichten gibt, auch mit Frauen als dritten Partner. Jawohl. Ja. Jetzt gib mir doch mal bitte die Sandra. Wir reden gleich nochmal weiter, Michael. Jawohl, machen. Sehr kleine Moment. Ja. Oh, da fällt was um bei euch. Hallo Domian. Hallo Sandra. Ist ja eine verrückte Geschichte. Ja. Ne, Michael hat das für dich getan, obwohl er diesbezüglich keinerlei Ambitionen vorher hatte. Genau. Hattest du nicht ein bisschen schlechtes Gewissen, ihn dahin zu drücken, zu drängen, wenn er eigentlich so rein hetero gestrickt war vorher? Eigentlich nicht, weil ich habe ihn nicht dazu gezwungen, sondern ich habe ihn einfach nur ganz normal drauf angesprochen. Ja. Ich würde dich gern mal, also wie man es im Fernsehen kennt mit zwei Männern, also Schwule jetzt, wie sie miteinander Sex haben und so weiter und so fort. Und das wollte ich einfach mal selber sehen, wie das live ist. Warum wolltest du das gerne selber sehen? Warum? Ja.
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß nicht, mich hat es einfach irgendwie interessiert. Nein, sagen wir doch klar, dass dich das auch antörnt, ne? Ja, das vor allen Dingen, weil es hat mich dann auch tierisch angetörnt, als wir dann zum ersten Mal einen Partner hatten und ich ihnen da nur dabei zusehen konnte, das hat mich tierisch erregt und als man dann plötzlich zum Akt selber kam, zwei Männer dann und eine Frau, das ist total erregend. Ja. Hast du nicht beim allerersten Mal so ein bisschen Bedenken gehabt nach dem Motto, oh, ist das was für ihn? Vielleicht ekelt er sich gar und das Ganze bricht jetzt zusammen, da unsere Aktion. Warst du da nicht auch ein bisschen gespannt? Eigentlich nicht, weil wir haben von Anfang an klare Regeln getroffen, was uns betrifft und was den Partner betrifft. Also bestimmte Sachen werden einfach nicht gemacht. Das heißt, ihr hattet auch irgendwie Signale, wenn ihr keinen Bock gehabt hättet, hätte man es abgebrochen. Genau. Ah, ja. Das vor allen Dingen und vor allen Dingen mit meinem Partner haben wir von Anfang an abgemacht, dass das für unsere Beziehung eigentlich nicht schadet, weil wir beide es wollen. Ja. Und mit dem anderen Mann haben wir auch ganz klare Regeln. Ja. Also Kondom, nicht küssen und solche Sachen eben. Dass da nichts mit, also im Prinzip nur Sex, dass da sich bloß nichts draus entwickelt. Ja, also dass da keine Liebesgeschichten entstehen, keine Eifersüchteleien und so weiter. Ist purer Sexspaß, der genau so abgeklärt ist von vornherein. Wie lange seid ihr beide schon zusammen eigentlich? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre und dann schon sage ich mal, Lust auf solche Spielereien und Experimente eigentlich. Ja, genau. Ja. Sagen wir es mal so, anderthalb Jahre hört sich vielleicht nicht viel an, aber für uns ist das eine lange Zeit und wir haben uns eigentlich auch so gut zusammengelebt und viel miteinander durchgemacht, dass man sagen kann, also wir sind schon fast wie ein altes Ehepaar. Ja. Sandra, schön, dich gesprochen zu haben, kennengelernt zu haben. Ja. Von dir verabschiede ich mich schon mal, wünsche dir alles Gute und euch viel Spaß und gib mir doch bitte den Michael nochmal. Jawohl, tschüss. Domian. Ja, Domian. Hallo Michael, also du würdest so als Quintessenz sagen, Resümee ziehend ist eine tolle Sache. Ja. Und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Ja, es hat sich so weit entwickelt, muss auch dazu sagen, dass wir noch weiter treten möchten. Und zwar möchten wir in die Porno-Reihe rein. Das hat sich halt so weit entwickelt, dass wir uns sagen, was wir auch schon in die Wege geleitet haben, zwar noch nicht was Porno betrifft, aber mit Nacktbilder zu veröffentlichen, suchen wir im Prinzip die richtige Adresse, dass man auch in die Pornoszene rein möchte. Das hat sich so weit entwickelt. Das heißt, ihr wollt also Laien-Pornodarsteller werden. So ist es, ja. Ihr beide. Ja. Aha. Ja. Warum wollt ihr das werden? Weil das verbindet uns immer mehr. Und ich merke das jedes Mal, umso mehr Sex wir haben, zu dritt oder zu viert, was auch unser Wunsch demnächst mal ist, was wir mal ausprobieren, Flotte Vierer oder Fünfer. Ja. Man möchte immer mehr. Und du hast nicht den Eindruck, dass das euch und eure Beziehung, eure Liebe, eure Intimität stört? Überhaupt nicht. Das ist, weil ich sag's jetzt mal einfach so, sobald wenn wir eine Dreierbeziehung gehabt haben, ein schönes Wochenende, und der Typ oder die Frau ist hinterher weg, dann bin ich umso spitzer. Klar ausgesprochen. Umso spitzer bin ich dann. Und wir bekommen im Prinzip den Hals nicht voll. Und deswegen wollen wir auch in die Szene noch mehr hinein. Weil ich sag einfach, Porno, es schaut sich jeder an. Mhm. Es ist was Menschliches, Nacktheit und zum Beispiel, du hast letzte Woche oder diese Woche hast du eine Frau gehabt, junges Mädel, wo ich auch angeschaut habe, die Sendung von dir, wo gesagt hat, ja, der Freund wohnt weit weg und sie würde es gern auch mal ausprobieren, so Zweierbeziehung oder Dreierbeziehung, weil es noch ziemlich jung ist. Und ich kann nur sagen zu dem jungen Fräulein, tu es, weil es verbindet immer mehr. Ja, wobei man sicher keine allgemeinen Ratschläge da geben kann, sondern das muss man als Pärchen für sich immer sehr persönlich entscheiden. Ne? Ja, ganz sicher. So, das war unser Michael. Der hat es für seine Partnerin getan, nämlich er hat mit einem Mann geschlafen und hat jetzt Gefallen dran gefunden und sagt, das ist eine tolle Sache, ich bin jetzt bisexuell und liebe meine Partnerin aber nach wie vor genauso, wie es vorher auch war. Genau,
Genau, genau. Ich danke. Und nicht anders. Er noch mehr. Ne? Ich danke für euch. Wenn jemand zuhört, wenn man, also habt ihr vielleicht Adresse, wo man in die. Nee, wir vermitteln. Nee. Wir vermitteln ja keine Pornogeschichte. Nee. So weit geht's nicht. Gut. Michael, schönen Gruß an Sandra und euch beiden alles Gute und viel Spaß weiterhin. Alles klar, mach weiter. Tschüss. Jo. So, meine Lieben. Die angekündigte E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de, wenn ihr schreibt, bitte eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Und ihr braucht auch gar nicht so ganz viel zu schreiben, nur so ein paar Stichworte zu dem, was ihr gerne sagen wollt. Und dann werden wir euch gegebenenfalls zurückrufen. Übrigens ist das auch die einzige Möglichkeit, uns aus dem Ausland zu erreichen über diese E-Mail-Adresse. Weil die Telefonnummern, die funktionieren, die Telefonnummer und die Faxnummer, die funktionieren nur innerhalb von Deutschland. Also 1live.domian@wdr.de und unsere Themen könnt ihr nachlesen und euch noch ein bisschen intensiver schlau machen, einfach unter domian.de. Unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich nur für meinen Partner getan. Gibt es etwas in eurem Leben, von dem ihr sagt, das habe ich wirklich nur für meinen Freund, meine Freundin getan? Ich hätte es nicht getan, von mir aus. Ich bereue es heute oder ich bereue es nicht, wie wir es gerade von Michael gehört haben. Es belastet heute sogar mein Gewissen, das kann ja sein. Aber ich habe es einfach für ihn oder für sie getan, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an oder mailt oder faxt. Petra, 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Ja. Was hast du denn für deinen Partner getan? Nur für deinen Partner getan? Geheiratet ihn. Geheiratet. Also vorweg zu sagen, ich habe ihn aus Liebe geheiratet, schon. Ja. Aber ich hätte vielleicht jetzt nicht so schnell geheiratet. Wann habt ihr denn geheiratet? Wir sind jetzt 8 Monate verheiratet. Ganz frisch noch, da kann man noch gratulieren. Danke. Und Glückwünsche vor allen Dingen, das ist das Wichtigste. Ja, wir sind auch 12 Jahre schon zusammen. Ach so. Und warum wollte er das denn? Ja, also ich habe 2 Kinder mit in die Ehe schon gebracht. Ja. Und die Älteste, die ist 20 und die Jüngste, die ist 16. Mhm. Und ich kann halt auf normalem Wege keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Und sein größter Wunsch ist halt ein Kind und er ist auch sehr, sehr lieb. Mhm. Nicht nur zu Kindern, er ist sowieso ein ganz lieber Mensch. Ja. Und das geht halt auch nur, wenn man verheiratet ist, so eine künstliche Befruchtung. Ah, daher wird der Wind. Aber das ist nicht so mein Problem, sondern mein Problem ist einfach, wo ich mich auch schäme für, seitdem ich verheiratet bin, habe ich das Gefühl, dieser Ring ist wie eine Fessel für mich. Ach. Also, direkt schlagartig, nachdem die Heirat vollzogen wurde, hast du dich wie eingesperrt gefühlt? Ja, endlich, ja, nicht eingesperrt. Manchmal denke ich, ich kriege keine Luft. Ja. Obwohl sich eigentlich gar nichts verändert hat in eurem Zusammenleben, im Umgang miteinander? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch, was mir dann halt auch noch so zu schaffen macht. Ne? Das, weil ich habe den liebsten Mann von der Welt. Mhm. Ja. Also, er hat so sehr drauf gedrungen, aus den gerade von dir erklärten Gründen. Nein, wir wollten schon 96 heiraten. Ja. Da hatten wir das schon mal geplant. Mhm. So, und da sind halt ein paar Schicksalsschläge in meiner Familie passiert, wodurch ich dann Angst hatte, das nochmal ins Auge zu nehmen. Warum Angst? Ich hatte dann Angst, dass wieder was passiert, wenn ich heiraten wollte. Also, warum? Verstehe ich nicht. Ja, ich hatte, was eigentlich jetzt gar nicht das Thema ist, so. Wir wollten heiraten am 16. Dezember 96. Ja. Das ist aber der Todestag für meinen Vater geworden. Ja. Ach so, dann hast Wobei wir das sowieso schon verschieben mussten, weil 8 Wochen vorher mein Bruder und mein Cousin verunglückt sind. Mhm. Das heißt, du hast das so aufgefasst, als wäre das ein... Das wäre meine Schuld. Wenn es mir gut ging, würde immer was passieren. Ach so. Bin auch dann 3 Jahre später in Therapie gegangen und habe, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das alles gar nicht mehr alleine. Ja. Ach so, dann war das, jetzt verstehe ich es ja noch besser. Es war nicht nur einfach so eine grundsätzliche Ablehnung deinerseits gegenüber der Ehe. Weil ja, doch, als Jugendliche oder so. Ich habe eigentlich immer so gedacht, heiraten nie. Man kann zusammenleben, man kann es so auch schön haben. Ganz genau, ohne. Und dann gibt es auch so diese ganzen finanziellen Sachen, wenn es mal nicht klappt oder Aber so. Jetzt diese Sachen mit den Schicksalsschlägen, das hat es ja noch verstärkt. Ne? Ja, nämlich, dass du das Gefühl hattest, ich bringe Unglück. Ne? Ja, und dann bin ich halt auch in Therapie gegangen, selber zum Arzt und so, das habe ich auch gemacht. Mhm. Und er war auch der Einzige, ich muss sagen, wir sind eine große Familie von meiner Seite. Mhm. Und er hat
halt, er war der Einzige, der mich besuchen kam, auch meine Kinder damals nicht, weil die haben gesagt, auf die Klapsmühle gehen wir keinen besuchen. Oh, ne? Das haben die Kinder gesagt? Ja, das leider. Aber er hat zu dir gestanden? Er kam jeden Tag, ja. Jetzt sag mir mal, Petra, jetzt ist es zu der Heirat gekommen letztes Jahr. Ja. Hat er dann doch nochmal so ein bisschen nachgeholfen oder kam es dann doch eher von dir, weil du wusstest, dass ihm so viel daran liegt? Ich wusste, dass er gerne ein Kind haben will. Und hast du es dann thematisiert? Komm, dann lass uns heiraten. Nein. Das hat er dann doch nochmal gesagt. Ja, er hatte mir schon ein paar Anträge schon mal gemacht, immer wieder so. Aber ich meine, so ganz lieb, ne? Und ich würde ihn auch nicht mehr hergeben wollen. Was ist denn jetzt mit der künstlichen Befruchtung? Ist das, wann ist das geplant oder ist es schon passiert? Oder? Ja, ich habe jetzt schon ein paar Untersuchungen machen lassen und ja, das muss ja auch dann von der Krankenkasse auch genehmigt werden. Mhm. Ja gut, und das läuft soweit, aber ich habe schon für mich jetzt da ein paar Untersuchungen machen lassen. Ja. So, obwohl, jetzt ist aber ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Ich unterbreche dich mal. Du hast gesagt, es ist passiert, ich habe vor 8 Monaten geheiratet, ich habe es eigentlich für meinen jetzigen Mann getan und ich fühle mich seitdem wie gefesselt an ihm. Ja. Wie kommt das? Versuch es mir mal zu erklären. Ich finde so die richtige Erklärung nicht. Ich habe immer so das Gefühl, ich wäre jetzt sein Eigentum. Wenn ich diese Angst in mir, was ist denn jetzt? Er war schon mal verheiratet. Und als er verheiratet war, da hat er unwahrscheinlich viel Geld bezahlen müssen. Ja? Und diese Angst hauptsächlich ist in mir, in jeder Beziehung ist ja mal Streit. Ne? Und das war auch bei uns vorher. Ich meine, ja, aber du musst doch nie Geld für ihn bezahlen. Nein, aber jetzt weiß ich, wenn ich jetzt von ihm weggehen würde, einfach so, würde ich in finanziellen Ruin stürzen. Ja. Das sind alles so Kopfgeschichten, ne, bei dir. Ja, ja. Vom Herzen her bist du ja dem Mann völlig zugetan. Ja. Völlig. Du lobst ihn ja über ja, alle. Ja, Domian, weil er hätte Grund anzurufen, weil was er für mich getan hätte, hätte nie ein Mann für eine andere Frau getan. Jetzt ist ja wirklich die ganz große Frage, wie kriegst du diese Bedenken, die ja doch sehr theoretisch sind und die nur in deinem Kopf entstehen, wie kriegst du die raus? Und vor allen Dingen, warum entstehen die so, wenn das Herz und alles im Prinzip gut ist? Du kennst diesen Mann 12 Jahre, du liebst ihn, er hat alles für dich getan. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich weiß es nicht, Domian. Ich schäme mich auch manchmal dafür, aber ich krieg dann einfach keine Luft. Und manchmal ist es einfach auch so, der Sex ist gut, aber manchmal der Gedanke jetzt wieder an diesen Ring und ich kann einfach nicht mehr, ich würde ihn nie betrügen, also nie fremd gehen. Oder weiß er eigentlich von deinen Nöten? Nein, gar nicht. Nein. Da hätte ich jetzt zu viel Angst, ihn zu verletzen. Es muss jetzt eine Möglichkeit gefunden werden, finde ich, dass dir jemand hilft, das zu erkunden, woran das liegt. Um es dann gemeinsam halt auch zu lösen. Also ich habe mit meiner Mutter mal drüber gesprochen. Und da hat sie gesagt, naja, ich sag's mal, da hat sie gesagt, ja, du hast ja nicht mehr alle, ne? Also, wenn es dir schlecht geht, dann gibt es keinen, dem es gut geht. Aber damit war mir eigentlich gar nicht geholfen. Ne? Nee, so, ich glaube, so einfach ist es auch nicht zu lösen. Nee. Vor allen Dingen, wenn du auch so seltsam empfindest, wie damals, als du heiraten wolltest, nur ist dein Vater gestorben, dass du da einen Zusammenhang mit deinem eigenen Leben siehst. Gut, Domian, aber das habe ich ja therapiert. Ne? Da habe ich ja diese Therapie gemacht. Und diese Therapie, die war dann im April, praktisch am 17. April bin ich praktisch mal, ich sag jetzt mal, gesund geschrieben worden, 2000, ja. Und dann ist im Mai meine Schwester umgebracht worden. Da war für mich erstmal so, siehst du, und egal, du darfst einfach nicht gesund oder so sein. Das, was ich dann jetzt auch wieder aufgearbeitet habe, so, und mich halt dann ganz intensiv um die Kinder mitkümmere, weil da sind 4 Kinder. Und da ist auch noch ein krankes Kind, was halt mein Patenkind ist. Und dann hatte ich so eine Aufgabe. Ja. Und wie gesagt, mein Partner, der war immer für mich da. Es gab auch Momente für mich, wo ich mein Leben und seins mit zerstören wollte, weil ich das gar nicht ertragen konnte. Also Peter, und er war immer da. Ich will jetzt nicht, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, auch nicht meine Profession, hier jetzt zu psychologisieren, was da im Hintergrund bei dir wabert, was da los ist. Irgendwas ist da ja nicht in Ordnung. Ich möchte gerne, dass du vertiefend mit meiner Psychologin redest. Mit Anna.
Okay. Die hat jetzt zugehört. Ich glaube, es liegt ja jetzt das vor dir, dass du einfach irgendwie eine Methode finden musst, das zu überwinden, um dich wirklich dann auch ganz in diese Beziehung hineinfallen lassen zu lassen. Mhm. Im Prinzip ist es ja Unsinn. Du bist ja in dieser Beziehung seit 12 Jahren glücklich. Ja. Du musst nur einfach diese theoretischen Bedenklichkeiten aus dir herauskriegen. Wenn es so weitergeht, läufst du ja auch Gefahr, dass sich das zwischen euch stellt, ne? Und dass es vielleicht sogar die Beziehung zerstören könnte oder anknacksen könnte. Ja, weil für mich ist es halt schlimm. Ich merke halt, dass ich mich manchmal von ihm zurückziehe. Ich schlafe halt jetzt immer auf dem Sofa, damit ich ihm nicht irgendwann, dass er mitkriegt, dass ich diese so eine Panikattacke kriege. So. Ich kriege hier keine Luft in dem Raum. So, und da muss irgendwas geschehen. Und deshalb bitte ich dich jetzt aufzulegen und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Und ihr werdet gemeinsam Ideen haben, bin ich ganz sicher. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Danke, Domian. Mach's weiter gut. So. Dankeschön, tschüss. Das habe ich nur für meinen Partner getan, heißt unser Thema. Was machen Menschen eigentlich nicht alles für ihren Partner? Das ist im Prinzip unglaublich wahrscheinlich, wenn man sich so die einzelnen Schicksale angucken würde, was der Einzelne an sich und für sich nie tun würde. Wenn ihr mir, die ihr mir jetzt zuschaut und zuhört, von euren Dingen erzählen wollt, die ihr für euren Partner getan habt, die ihr vielleicht sonst nie tun würdet, ob ihr es nun bereut oder ob ihr es gut findet im Nachhinein, sei dahingestellt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111. Sabrina begrüße ich herzlich, die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sabrina. Kompliziertere Geschichte, längere Geschichte. Ich habe für meinen Ex-Freund abgetrieben. Ich war in der 11. Woche damals schwanger, als ich es erfahren habe. Ja. Es war ein Unfall im Urlaub, völlig unerwartet passiert. Er war der Vater, ja. Definitiv. Mhm. Also wir waren zusammen im Urlaub in der Türkei, war auch alles wunderbar, die Beziehung lief auch gut. Mhm. Und ja, ich komme nach Hause, war auch da noch alles in Ordnung, war wie gesagt letztes Jahr noch 18, war in der Schule noch, eigentlich alles perfektes Leben gewesen. Mhm. Und ja, dann habe ich erfahren, 11. Woche schwanger. Und dann war natürlich erstmal, was tun wir jetzt? Ja. Hab mit ihm geredet, hab's ihm auch direkt gesagt. Ja. War, weil ich eigentlich auch gedacht hatte, er würde mich verstehen, er würde meine Bedenken, aber auch meine Freude irgendwo teilen können. Also bei dir war Freude? Bei mir war schon, ich war einerseits klar geschockt, aber ich hab schon, ja, für mich war sofort eine Verbundenheit da, weil ich denke mal, für eine Frau ist es einfach das Gefühl, etwas im Bauch zu haben, was einem gehört, ist einfach für eine Frau ein unvorstellbares Gefühl. Mhm. Und ich bin sofort in die Mutterrolle reingewachsen. Und er fing an, mir dann Bedenken zu machen, indem er sagte, wie sollen wir das mit unserer Zukunft geregelt kriegen. Also seine spontane Reaktion war negativ. Da war auch nicht ein Fitzelchen von Freude und gar nichts. Gar nichts. Nach dem Motto, ach, irgendwie kriegen wir das vielleicht schon hin oder so. Nichts, gar nichts. Also von ihm kam direkt, ja, finanziell würden wir das gar nicht auf die Reihe kriegen. Dazu muss man wissen, wir waren damals 5 Monate erst zusammen, also noch eine sehr frische Beziehung. Ist er eigentlich in deinem Alter? Er ist so alt wie ich, genau. Mhm. Also er ist 3 Monate jünger als ich und ja. Und ihr wart damals, 5 Monate wart ihr zusammen? 5 Monate waren wir erst zusammen und es war halt alles sehr schnell, aber ungeplant, aber man ändert daran ja auch in dem Moment erstmal nichts. So, hat er dich dann regelrecht unter Druck gesetzt, dass du abtreibst? Also erst hat er es versucht auf die Tour von wegen, ja, ist es besser für unsere Zukunft, ist es besser für uns beide, wir müssen es machen und die ganze Zeit auf die Tour und dann hat er halt gemerkt, dass ich aber... Ja, dass der Wunsch, das Kind zu kriegen, größer war als diese Bedenken. Mhm. Und dann kam irgendwann der Satz, wenn du das Kind bekommst, dann trete ich dir aus dem Bauch und bring dich danach um. Und da war für mich natürlich erstmal... Warte mal, wenn du das Kind bekommst, dann... Trete ich dir aus dem Bauch und bring dich danach um. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann trete ich dir das Kind aus dem Bauch. Genau. Mhm. Und das war halt für mich so erstmal Schocksituation, nur im Moment... Na, das ist doch der... Das ist ja der Oberschock, ist das ja, wenn das der Freund sagt. Ja, genau. Und ich habe halt auch, ich habe es dann... Lass mich mal nachhaken. Wie hast du denn auf diesen Satz, das ist ja nun, schlimmer geht's ja kaum mehr, wie hast du darauf spontan reagiert, als er dir das ins Gesicht geschleudert hat? Ja, total geschockt. Ich stand vor ihm, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder was weiß ich, was sollte. Ich habe im ersten Moment gesagt, du verarschst mich jetzt, du machst irgendwelche Witze, die ich gar nicht wahrhaben wollte und war einfach totale Schockreaktion. Und wie ging's dann weiter? Also er hat dann im Nachhinein sich erstmal für den Satz nochmal entschuldigt gehabt. Mhm. Der Hammer kam dann, ich hatte Termin zur Abtreibung, bin auch hingegangen und ich war fest davon ausgegangen, dass er mich abholen kommt mit seiner Mutter zusammen. Mhm.
und ich dann erstmal übers Wochenende zu ihm komme. Ich habe es Freitag machen lassen, weil meine Eltern es bis heute nicht wissen und nicht wissen sollten. Und war deshalb, dann haben wir geplant, komme ich das Wochenende zu ihm, dass ich mich dann erstmal hinlegen kann und erstmal meine Ruhe habe. Ja, ja, und 2 Stunden bevor ich den Termin hatte, bekomme ich einen Anruf, ja, ich schaff's heute doch nicht. Mit dorthin zu kommen? Ja, mit dorthin zu kommen und auch dich hinterher abzuholen. Und dann das Wochenende bin ich gar nicht zu Hause. Und also bist du dann alleine hingefahren? Ich bin alleine hingefahren. Und hast das Ganze alleine durchgestanden? Genau, ich habe eine Freundin angerufen, die hat mich dann hinterher da abgeholt. Mhm. Ich bin dann über Nacht mit zu ihr gekommen, weil es mir danach... Sabrina, stopp mal eben. Wir spulen nochmal ein klein bisschen zurück. Ja. Es kam dann zu der Entscheidung, ich treibe ab. Hat er da vorher noch mehr Druck gemacht nach diesem Hammersatz? Oder warst du da so erschrocken, dass du gesagt hast, ich mach's jetzt, ich trau mich das? Das war 2 Tage vor der Abtreibung, dieser Satz. Mhm. Also da war ich bei Pro Familia schon gewesen und hatte den Schein halt in der Hand, dass ich es machen kann, darf, auch vom Gesetz her. Ja. Und 2 Tage vor der Abtreibung kam dieser Satz. Ja. Ich bin danach dann ja relativ bald nach Hause gefahren, weil ich einfach meine Ruhe auch brauchte dann, weil ich erstmal selber für mich einiges klar haben musste. Kann das sein, dass dieser Satz dich dann auch gebrochen hat, dass der dich so eingeschüchtert hat, dass du dann für dich gesagt hast, okay, dann mache ich's halt? Da bin ich heute fest von überzeugt, weil ich gesagt habe, ich hätte es, glaube ich, nicht ertragen, wenn ich das Kind hätte wirklich ausgetragen, in ständiger Angst vor ihm zu leben, weil ich ihm das zugetraut hätte, dass er das wirklich durchzieht. Wie lange warst du mit dem Typ danach noch zusammen, nach der Abtreibung? Nach der Abtreibung noch 2 Wochen, weil ich ihn die ganzen Tage danach ihm immer gesagt habe, wie sehr ich es bereue und dass ich es doch gerne rückgängig machen würde und dass ich auch nicht verstehen könnte, dass er so einen Druck machen würde, auch im Nachhinein noch gesagt hat, ja, du musst damit jetzt irgendwie klarkommen, das geht schon. Auch nicht verstanden hat, dass wir nicht miteinander schlafen durften. Also er war völlig ignorant, ne, wie du ihn schilderst. Der begleitet dich nicht bei diesem schweren Gang, der kümmert sich hinterher nicht um dich, du kannst nicht mal an dem Wochenende dann zu ihm kommen. Genau. Ist ja alles nur schrecklich. Genau. Wir hatten danach dann erstmal ziemlich lange keinen Kontakt. Mhm. Hatten dann jetzt Ende letzten Jahres, hatte er sich wieder gemeldet und bei mir, also ich bin seitdem auch nicht in der Lage, irgendwie eine Beziehung zu führen oder so, weil für mich einfach der Schock noch immer zu tief sitzt. Also du bereust es ganz tief? Ganz tief. Du hast wahrscheinlich große Aggressionen gegen ihn, vermutlich, ne? Würde ich gar nicht mal sagen, das ist genau mein Problem. Also ich sage zwar auf der einen Seite, ich würde ihm das nie verzeihen können, was er mir damals angetan hat, nur mir fehlt so, wir hatten nie so ein wirklich abschließendes Gespräch in Ruhe, weil wir uns am Schluss nur noch angegiftet haben, nur noch uns angeschrien haben, wir konnten keinen vernünftigen Satz mehr miteinander reden. Oder machst du dir selbst auch Vorwürfe, dass du sagst, ich hätte es doch, ich hätte es nicht tun sollen, ich hätte einfach hart und standhaft bleiben müssen? Also das würde ich auch nicht sagen, weil ich denke, also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, vielleicht war es die beste Entscheidung so, vielleicht hätte es so kommen oder hat es so kommen müssen. Ich meine, ich bin sehr jung, ich habe gerade die Schule fertig. Ich muss eigentlich erst mal mein eigenes Leben jetzt soweit auf die Reihe bekommen. Und was soll ich da mit einem Kind? Nur obwohl es nur eine Woche war, die ich Zeit hatte, mich zu entscheiden, was ist das Ganze abgelaufen ist. Was ist die Lehre, die du jetzt aus dieser Lebenserfahrung ziehst, die du gemacht hast? Ja, erstmal wirklich gucken, dass es dazu gar nicht kommt. Also es war halt ja schon irgendwo selbst verursacht. Ich nehme zwar die Pille, aber Urlaub, Türkei, ich habe Essen nicht vertragen, Magen-Darm-Grippe gehabt und nicht darüber nachgedacht, dass die Pille ja dann nicht mehr wirkt. Und ja, das war dann, denke ich mal, der Grund, warum ich es gekriegt habe. Beziehungsweise Also Lehre daraus, dass es erst gar nicht dazu kommt. Ist eine zweite Lehre daraus vielleicht auch, dass du vielleicht auch mehr auf dich horchst? Ja, ich habe gelernt, seitdem egoistischer zu mir selber zu sein. Also selber mir, wenn ich was im Kopf habe, was mich wirklich nach vorne bringt oder was mir, wo ich merke, das ist ein besseres Gefühl als das andere, was mir jetzt jemand versucht einzureden, dass ich wirklich auf mein Herz und meinen Kopf höre und nicht nur auf das, was andere Menschen mir versuchen zu sagen. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Thematik eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, sich das so vor Augen zu halten. Ne? So genauso, wie du es gerade formuliert hast. Ja. Nur mir fehlt halt auch genau dieses abschließende Gespräch, wo ich auch mit ihm da mal drüber reden kann, weil er mir die Chance nie gegeben hat. Auch immer jetzt kommt, ja, ich habe keine Zeit und überhaupt. Möchtest du gerne mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden jetzt? Würde ich gerne machen, ja. Dann machen wir es so. Dann legst du auf und wir rufen dich. Das heißt, Anna ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, Sabrina. Okay. Danke, Tschüss. Bis dann. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Carlos
Halt, wo ist er? Hier. 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Carlos. Ja, was hast du? Ich bin für meine Freundin in den Knast gegangen. In den Knast? Ja. Inwiefern? Was ist passiert? Ja, das liegt schon 15 Jahre zurück. Das war damals meine Freundin gewesen. 15 Jahre? Da warst du auch sehr jung. Ja, 17 Jahre. Ja. Und da wurde meine Freundin von zwei Typen angegriffen. Ja. Und wussten sie anmachen. Und wo war das? Auf der Straße oder in der Disco? Auf dem Park. Wir sind spazieren gegangen. Ja. Und da saßen zwei auf einer Bank und haben uns drauf angequatscht. Und dann sind die sofort direkt zu meiner Freundin gegangen. Ja. Und haben sie angetatscht. Der eine ist relativ schnell dann weggegangen. Mhm. Und den einen habe ich mir dann gekrallt und dann habe ich den schwer verletzt, sodass ich daraufhin verurteilt worden bin. Wie schwer hast du ihn verletzt? Das waren Gesichtsverletzungen, ein paar Zähne waren weg, also nicht lebensgefährlich, aber das reichte für 3 Wochen Jugendgefängnis. Drei Wochen Jugendgefängnis? Ja. Ja. Also, ich bin beruhigt. Ich dachte, du hättest, es wäre noch was viel Schlimmeres passiert, dass dieser Mann gestorben wäre, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Dann bist du verurteilt worden zu 3 Wochen Jugendgefängnis. So eine komische Sache. 3 Wochen Jugendgefängnis? Ja. Gab es damals, da in dem Bereich, wo du gewohnt hast? Ja, das war so, zu der Zeit war ich 17 und wo die Gerichtsverhandlung stattfand, da war ich schon 18. Und von dem Richter wurde ich zu 3 Wochen Arrest nach Bottrop. Hast du das bereut hinterher, dass du so massiv auf den Typ eingeschlagen hast? Und ich sag mal, bereut, ich sag mal, ist schwer zu sagen, wenn man sowas verhindern kann, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ja, hast du den Eindruck gehabt hinterher, als du dann klarer warst, dass du überreagiert hast, dass du es vielleicht hättest auch ein bisschen sanfter machen können? Ja, sanfter. Derjenige hat sich ja, das war ja ein gegenseitig. Ich habe auch, ich sag mal, ein blaues Auge gehabt, nur letztendlich war ich derjenige, der dann drauf war und die Passanten dann später haben uns auseinander und dann kam die Polizei. Aber warum wurdest du verurteilt? Ich wurde verurteilt aufgrund der Körperverletzung. Und hinterher wollte ich das den Richter auch klar machen, aber das zählte nicht, weil es gab ja keine Zeugen, die das zeugen konnten, dass die angegriffen worden sind. Verstehe. Der ist aber wieder richtig gesund geworden, der Typ. Ja, bei der Gerichtsverhandlung war der auch dabei. Mhm. Und ich sag mal, da war keine Anzeichen, dass der irgendwo Schaden davon getragen hätte. Ich habe gerade gefragt, ob du es bereust, das gemacht zu haben. Kannst du das ganz klar sagen, ja oder nein? Bereuen, weder ja oder nein, kann ich nicht sagen, weil hätte ich das nicht gemacht oder angegriffen, wer weiß, was sie dann gemacht hätten mit meiner Freundin, deswegen war das notwendig. Das heißt, du würdest es immer wieder tun? Nein, ich glaube heute jetzt nach 15 Jahren, glaube ich nicht, also das musste schon ziemlich krass sein, dass man in der Gefahr ist. Ne? Wie hat denn das Mädchen dann hinterher reagiert? Wie ist die mit dir umgegangen? War die dir sehr dankbar? Hat das eure Beziehung noch gefestigt oder war sie weg danach? Im Grunde genommen, die Schwiegereltern, die waren ziemlich geschockt und wo es hinterher hieß, dass wir heiraten wollten, so, dann haben die sich schon Gedanken gemacht, weil die dachten, das ist ein Schlägertyp und 3 Wochen da und so. Aber Wie lange warst du mit ihr noch zusammen? Ne, ich bin mit ihr verheiratet. Ach, du bist jetzt mit ihr verheiratet? Ja, heute noch? Ja, klar. Ja, das ist ja toll. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwann mal gelohnt. Ja, kann man das so sagen. Ja. Ja, aber ich meine, vielleicht in dem Fall nachvollziehbar, dass du geholfen hast, aber ich sag mal, dann wahrscheinlich auch zu heftig reagiert hast, ne, wahrscheinlich. Ja, im Nachhinein schon, aber ich sag mal, auch die 3 Wochen in diesem Jugendarrest, das ist ja nicht so wie beim richtigen Knast. Ja. Das ist ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein bisschen sogar extremer, weil man darf da überhaupt nicht rauchen, man darf überhaupt kein Buch lesen, man ist einfach in der Zelle drin und schaut
vor der Wand. Ja. Und da hat man wirklich, und soll auch Sinn der Sache sein, dass man über diese Tat dann nachdenkt. Mhm. Und ich sag mal, hat schon irgendwo geholfen, auch hinterher, wo ich dann nach den 3 Wochen rauskam. Also weniger? Nee, ich habe sofort dann eine Arbeit gesucht und irgendwo, dann ging das doch schon. Na gut. Carlos, dann grüß mal deine Frau herzlich von mir. Jo, danke. Und alles Gute dir. Jo, danke, auch so. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Jenny, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Jenny ist fort. Dann bin ich jetzt verbunden mit Lars und der ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Also bei mir ist das Problem, ich habe damals für meine jetzige Ex-Frau einen Kredit aufgenommen. Mhm. 250.000 D-Mark. 250.000 Mark? Ja. Warum für sie? Warum brauchte sie das Geld? Wollte sie das Geld? Also nee, wir wollten uns damals zusammen ein Haus kaufen mit ihren Eltern, mit meinen jetzigen Ex-Schwiegereltern. Mhm. Kaufen. Und das haben wir auch getan, aber die Ehe ist dann, nachdem ich versucht habe, mal so endlich ein bisschen Geld wieder zurückzukriegen von beiden Parteien, sprich von meiner Frau und von mir und von ihren Eltern, ist die Beziehung leider Gottes dann immer weiter kaputt gegangen. Aber Moment, aber die Entscheidung hast du da dann mitgetragen, dieses Geld aufzunehmen, weil du ja auch da was von hattest? Oder hast du es nur auf Drängen deiner Frau gemacht, weil sie es unbedingt... Ich habe das nur eigentlich gemacht, weil sie das im Endeffekt wollte. Endlich mein eigenes Haus. Ach so. Raus aus einer Mietwohnung und so. Ja. Wie ist das Geld aufgenommen worden? Nur auf deinen Namen? Oder, nur auf meinen Namen. Nur auf deinen Namen? Nur auf meinen Namen. Ich habe damals im renommierten Hotel gearbeitet als Hotelier und da hatte ich halt auch genug Sicherheiten. Mhm. Bist du dann mit den Schulden auch alleine geblieben zum Schluss? Ja, ich bin jetzt seit 4 Wochen geschieden und ich bin ganz alleine mit den Schulden. Das heißt, wie viele Schulden sind noch da? Immer noch fast so? Ja. 250, also 125.000 Euro ungefähr. 125.000 Euro sind es ungefähr noch. Und was ist mit dem Haus? Das Haus, das bewohnt sie weiterhin mit ihrer Mutter. Ja. Ihren jetzigen Lebenspartner, den sie hat, und ihren kleinen Kind. Wem gehört das Haus denn? Tja, das gehört eigentlich im Endeffekt zu 50% mir, aber ich kann da nicht rein, nix. Das ist jetzt ihr vor 4 Wochen zugesprochen worden. Und du könntest auch das nicht irgendwie arrangieren, dass das Haus verkauft wird und dass ein Teil des Geldes dann wieder zu dir zurückfließt? Oder das geht alles nicht? Läuft momentan nicht. Das läuft jetzt erst ab nächste Woche vor Gericht. Aha, also richtig Nerverei. Ja, richtig Nerverei. Ja. Das heißt, damals große Liebe und Vertrauen und du hast gesagt, okay, ich nehme das Geld auf meine Kappe auf. Ja. Und jetzt stehst du da und wenn es ganz schlimm kommt, musst du vielleicht noch Jahre oder Jahrzehnte die Knete abzahlen und die Damen. Ja, also ich bin jetzt seit 2 Jahren arbeitslos, aufgrund, dass ich meinen letzten Arbeitsjob verloren habe, weil die Gläubiger angetanzt sind. Mhm. Ja, und man lebt halt mit dem, was man gerade so hat, kann man sagen. Und die macht sich einen schönen Lenz im Endeffekt. Wie lange habt ihr überhaupt dann in dem Haus zusammen gewohnt? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Weswegen, wenn du es so einfach sagen kannst, weswegen ist es kaputt gegangen, die Ehe? Ja, weil ich das Geld irgendwann mal wieder zurückgegeben habe. Achso, es ging hauptsächlich wegen des Geldes. Es auch von ihren Eltern, weil ich habe es nicht mehr eingesehen, nur laufend arbeiten zu gehen und die machen sich einen schönen, sitzen den ganzen Tag zu Hause und der Schwiegersohn, der bringt das Geld schon auf. Da muss ja in dir richtig es dampfen, ne? Und Zorn sein. Es ist schon so weit, dass ich schon überlege, dass ich nicht da mal hinfahre und irgendwie ein bisschen Terror mache. Ja, das würde ich aber nicht raten. Dann reitest du dich immer noch mehr rein und du lieferst der Gegenseite nur noch mehr Argumente, und du stehst hinterher schlechter da. Also das ist emotional nachvollziehbar, aber es ist unklug, es zu machen. Das ist richtig. Habt ihr Kinder auch? Nein, Gott sei Dank. Wie verkehrst du mit deiner Frau? Redet ihr überhaupt noch miteinander oder ist es nur Anwalt? Nur Anwalt, nur Anwalt. Das läuft alles nur über einen Anwalt. Ich habe gerade eine Anruferin auch gefragt, die Lehre, die sie da rausgezogen hat, was würdest du bei dir sagen? Was für eine Lehre ziehst du daraus? Jetzt seit 1 Jahr mit meiner jetzigen Freundin zusammen und ich sage ganz ehrlich, die kann nerven so lange, wie sie will. Ich würde es nicht noch einmal machen. Also auch wenn jetzt die Liebe ganz groß und ganz toll wäre, würdest du sagen, nee, also wenn dann nur verteilt, also 50-50? Ja, nur noch 50-50 oder überhaupt nicht. Oder überhaupt nicht, ja. Weil das ist schon ein bisschen Mist. Man kann sich ja auch heutzutage dann im Endeffekt gar nichts mehr leisten, weil kriegt man wieder Arbeit, ist die Arbeit ganz schnell wieder... Jetzt ist ja Lars aufwecken. Mann, ich hoffe, dass wir nicht große Schwierigkeiten mit unserer Anlage haben. Aber ich sehe, dass Jenny wieder da ist. Hoffentlich klappt das jetzt. Jenny! Ja, hallo. Hi. Es bricht alles weg, Mann! Ja, du bist 23 Jahre alt. Ja, genau. Dann
reden wir beide jetzt über das, was du für deinen Partner getan hast. Ja, ich habe mich für meinen Partner prostituiert. Mhm. Und das Ganze 2 Jahre lang. Mhm. Und ja, fand es eigentlich nicht so toll, aber habe es für die Liebe halt getan. Wie lange bist du jetzt schon wieder raus aus der Prostitution? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Du hast es 2 Jahre getan. Warum hast du es getan? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe die Sucht für meinen Freund damals finanziert. Also er war heroinsüchtig und kokssüchtig. Ja, und dann habe ich ihm versucht, die Chance zu geben halt. Weil, ich sag mal, ohne Heroin und ohne jegliche Drogen war er unausstehlich. Und ja, war eine ganz andere Person halt. Ja. Wie viele Jahre wart ihr vorher schon zusammen gewesen, bevor es dann dazu gekommen ist? 1 Jahr. 1 Jahr. Ich meine, weil das ist ja dann eine wahnsinnige Entscheidung zu sagen, ich gehe auf den Strich, um die Kohle reinzuholen. Hattest du da irgendwie eine Freundin, die das macht oder Bekannte, oder bist du da so von 0 auf 100 reingekommen in das Milieu? Von 0 auf 100, also war richtig Neuland für mich und für mich war es auch eine Riesenüberwindung. Wie macht man das denn, wenn man entscheidet, ich gehe jetzt auf den Strich, wo bist du denn da hingegangen, wie hast du denn das eingefädelt? Eigene Wohnung zu Hause und Annoncen in der Zeitung geschaltet. Einfach so Eigeninitiativ. Ja, und Mundpropaganda halt, ne? Immer weitergegeben und wenn die Kunden zufrieden waren, dann halt gesagt, sollen sich neue melden oder so. Hast du ihm das damals gesagt? Hier, pass auf, ich gehe jetzt auf den Strich, ich arbeite als Prostituierte, um dir das zu bezahlen? War auf seinen Drängen eigentlich. Ach so, ach so. Er hat das sogar vorgeschlagen. Ja, weil das Geld, die Bank hat nichts mehr gegeben und da musste ja irgendwie Geld reinkommen. Ne? Ja, dann hat der gesagt, hier Jenny, dann du kannst doch auch als Hure arbeiten. Ja. Was hast du vorher gearbeitet? Meine Ausbildung als Arzthelferin gemacht. Mhm. War das nicht bei aller Liebe doch ein Schlag ins Gesicht, als er das zum ersten Mal ausgesprochen hat? Einerseits ja, aber andererseits nein, weil ich sag mal so, der Freund war zwar gut, aber der konnte ja auch beurteilen, wie man im Bett ist, auf Deutsch gesagt, ne? Naja gut, aber so einen Vorschlag zu machen, ist ja eigentlich auch eine ungeheure schlimme Sache, wenn das der Partner zur Freundin sagt. Ist schon richtig, war auch ziemlich krass. Wie viel Geld brauchte er denn täglich für seine Sucht? Um die 150 D-Mark. Ja. 100 Mark immerhin. Dann hast du 2 Jahre so richtig Fulltime-mäßig als Prostituierte gearbeitet, jeden Tag? Jeden Tag und jede Nacht praktisch um die Ohren geschlagen. So, damit ich, sag ich mal, meinen lieben Freund hatte. Das allererste Mal, kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, ne? Ja, war ein ziemlich älterer Herr und ja, es bleibt in Erinnerung. Wie war das für dich? Abstoßen und ekelhaft. Aber du hast innerlich die Zähne zusammengebissen und hast gedacht, ich muss durch. Genau, weil, sag mal, so auch die Zeit, die zählt ja dann, ne? Wo man sagt, so, hoffentlich bald fertig oder so, aber es ging. Wenn das passierte in deiner Wohnung, war in deiner Wohnung währenddessen in einem anderen Zimmer auch dein Freund? Ja, als Bodyguard sozusagen. Dass nichts passierte? Weil es halt vorwiegend ältere Kundschaft war und man konnte ja nicht wissen, wie die auf einen zukommen. So, jetzt stelle ich mir gerade die Situation vor. Das erste Mal, du arbeitest zum ersten Mal als Prostituierte, für dich ist es ganz schlimm. Nebenan sitzt der Freund. Der ältere Kunde geht weg. Es ist passiert, es ist vorbei. Was redet man da miteinander? Was hast du deinem Freund gesagt? Wie es abgelaufen ist, der Ablauf so alleine und dass es mir überhaupt nicht gefallen hat. Also man geht schon, wenn man hat ja Vertrauen zu dem Partner. Und hat er dich dann animiert? Hat er gesagt, ach komm Mädchen, das wird schon? Er hat es mir dann selber eigentlich im Endeffekt überlassen, ob ich es weitermachen wollte oder nicht. Achso, dann hat er... Aber dieser Unterton halt, ne? Das hat man schon gemerkt, so. Also er hat es in einem Ton gesagt, wo die Erwartungshaltung schon klar zum Ausdruck kam. Dann hast du das 2 Jahre gemacht. Ja. 2 Jahre eigentlich etwas getan, wider deinen Willen. Nur für ihn. Nur für ihn. Hast ihn 2 Jahre durchgezogen. Genau. Was war nach den 2 Jahren? Wieso ist es dann beendet worden? Weil ich, sag ich mal, körperlich dann irgendwann hat der Kopf mal Klick gemacht und man sagte, es kann nicht mehr weitergehen. Und er ist dann auch in seine Heimatstadt wieder zurückgezogen. Er kam nicht aus da, wo ich herkomme. Ja. Und dann trennten sich halt unsere Wege und ja, dann, ich habe jetzt mein neues Leben aufgebaut. Ach so. Und bin darüber auch ganz froh. So ganz still trennten sich die Wege. Ja. Ihr habt gar nicht so regelrecht Schluss gemacht.
naja, einfach auseinandergegangen und für mich war es dann auch beendet sozusagen. Und hast du dann auch sofort damit aufgehört, als er weggegangen war? Ja, doch schon, weil ich sag mal so, man hat auch kein Verlangen mehr danach, weil wenn man mit einer Sache abschließt, dann ganz. Das heißt, wenn er nicht weggezogen wäre, wäre das noch, würde es jetzt vielleicht noch laufen, oder? Naja, schätze ich auch mal. Wie ordnest du das denn für dich selbst ein? Ist das für dich nicht eigentlich eine große Katastrophe deines Lebens, was da passiert ist? Für dich persönlich? Ich sag mal so, ich hatte jetzt genug Zeit zum Regenerieren, dank meines neuen Freundes und meines Kindes. Ja. Und dadurch verdrängt man diese 2 Jahre, also, ne? Hat man die Zeit gefunden und kann darüber nachdenken, jetzt wo die schöne Zeit da ist. Ja. Also es ist viel verdrängt und so richtig noch gar nicht analysiert so für dich, was eigentlich passiert ist. Noch gar nicht. Flackert denn ab und zu Hass auf den ehemaligen Freund hoch, dass er dich dann mehr oder weniger reingetrieben hat? Ich meine, du hast es ja auch mitgemacht, aber er hat dich ja auch reingetrieben. Hass kann man eigentlich nicht so sagen, weil man hat dadurch auch Erfahrungen gemacht, ne? Wie die einzelnen Menschen überhaupt sind. Ja. Man lernt die Person doch mehr kennen. Also die Person, meinst du jetzt den Freund oder die Freier, die bei dir waren? Die Freier, die bei mir waren. Also dass das auch ein Erfahrungswert ist, den du da gesammelt hast. Du bist jetzt 23. Ja. Wie alt warst du eigentlich? Ich habe es gerade gar nicht so schnell zurückrechnen können, als du damit angefangen hast. Um die 20. Was ist eigentlich aus deinem Freund geworden? Hast du irgendwie noch einen Kontakt oder weißt du was? Aus dem Ex-Freund? Na, dass er jetzt ein neues Familienleben hat. Hatte damals schon 2 Kinder, bevor wir, sag ich mal, zusammengekommen sind. Jetzt hat er mittlerweile wieder ein Kind und lebt wahrscheinlich glücklich und zufrieden. Und wie ist er von der Sucht weggekommen? Das weiß ich nicht. Ich meine, die du immerhin so lange ihm finanzieren musstest? Keine Ahnung, was er da gemacht hat, ob er da im Methadon-Programm reingekommen ist oder so. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass so ganz radikal urteilst du nicht und sagst, das war alles nur Horror und Scheiße und ich ekle mich von mir selbst und ich verachte mich und ich hasse ihn. So nicht. Du differenzierst und sagst, es war sicher schlimm und was man so aus Liebe macht und blind ist vor Liebe. Aber ich habe auch so meine persönlichen menschlichen Erfahrungen daraus gezogen und einen Gewinn dafür auch fürs Leben mitgenommen. Genau, weil man dann die Person halt besser einzuschätzen weiß. Und aus Fehlern wird man klug, wie man so schön sagt. Ja, sollte man. Sollte man. Dein jetziger Partner, weiß der von der Vergangenheit? Ja, er weiß davon, aber erst nach kurzer Zeit, wo wir zusammengekommen sind, da konnte ich ihm erst das berichten. Weil ich weiß nicht, wie man darauf reagiert hätte, wenn man ihm das von Anfang an gesagt hätte. Aber er ist dann cool damit umgegangen und gelassen. War am Anfang schwierig, aber mit der Zeit kam man dann doch damit klar. Hast du den Eindruck, dass diese 2 Jahre als Arbeit als Prostituierte, die nicht ganz freiwillig war, diese Arbeit, dass deine Sexualität auch Schaden genommen hat in der Zeit? Nee, eigentlich gar nicht. Das nicht, weil du es klar abgetrennt hast von deinem Leben. Weil man hat noch vieles dazu gelernt. Ja, auch was Männer so toll sind, sag ich mal. Ja. Bist du jetzt wieder in deinem normalen Job, den du vorher gelernt hast, oder machst du nichts im Moment? Zurzeit mal im Erziehungsurlaub, aber ich will weiter lernen, also von daher. Was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne mal machen und werden? Ach, der halben Welt auf den Arsch klopfen. Der halben Welt auf den Arsch klopfen? Was heißt das? Hebamme möchte ich gerne werden. Ach so. Ja. Das ist ja ein toller Beruf. Ja. Sieht man die ganze Welt von unten. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, der halben Welt auf den Arsch klopfen. Das stimmt ja auch so, ne? Ja. Jenny, dann wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Und ich wünsche, dass die doch extremen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass die sich doch auch in irgendeiner Weise wirklich positiv auf dein Leben auswirken. Und dass du einiges draus machen kannst. Ja, kann man den Kindern schon immer direkt was weitergeben. Genau. Alles Liebe. Auch so, danke. Tschüss, Jenny. Tschüss. Nathalie, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nathalie. Gehst du ganz nah ans Telefon? Das klingt ein bisschen weit weg. Ich? Nee, ans Telefon. Ich sitze genau am Telefon. Ja? Na gut, wir kriegen es hin. Was hast du für deinen Partner gemacht? Ich habe gar nichts für ihn gemacht. Aber er verlangt was von mir. Nämlich? Mein Freund hat ziemlich viele Geldprobleme. Mhm. Und ich bin die einzige Person, die ihm noch helfen kann. Ja.
Und das Einzige, wie ich ihm helfen kann, das wäre, wenn ich anschaffen gehen würde. Ach, das ist dasselbe, wie wir gerade gehört haben. Ja, ich hab gerade nicht richtig zugehört. Also. Ja, das war Jenny, die für ihren Freund 2 Jahre als Prostituierte gearbeitet hat, um ihm das Geld für seine Sucht zu beschaffen. Dein Freund ist verschuldet. Ja, er ist verschuldet. Aber er geht ja selber schon genug arbeiten, damit er davon runterkommt. Nur er hat sich bei seinen Eltern geliehen, er hat sich bei seinen Freunden Geld geliehen, er hat sich bei jedem Geld geliehen, nur die Schulden bei diesen bestimmten Leuten gehen nicht runter und die drohen ihm mit dem Tod. Ach so. Also so ernst ist es? Natürlich, es ist kein Kinderspiel. Mhm. Und wie viel Geld geht's da? Ich weiß es nicht. Aber es muss um jede Menge gehen. Das so offen erzählt er dir das nicht, um wie viel Geld es da geht? Ja, das würde ich erfahren können, aber das würde noch dauern. Warum? Warum kann er das nicht ganz einfach dir sagen? Weil wir auch noch nicht so lange zusammen sind. Ja gut, aber seit 2 Monaten zusammen und. Ja gut, aber er kann dir ja ganz einfach sagen, geh für mich auf den Strich. Er möchte mir nicht sagen, wie viel das ist und bei welchen Leuten. Mhm. Momentan zumindest noch nicht. Ja? Weil das nicht irgendwelche Leute sind, die aus irgendeinem Geschäft hier rauskommen, sondern das ist Mafia, das hat mit der Mafia zu tun. Na gut, aber er könnte ja zumindest mal eine Summe nennen, damit man das kapiert, unter welchem Druck er steht. Verstehe ich nicht. Ich denke mal, es ist ziemlich viel. Mhm. So, ihr seid erst 2 Monate zusammen, sagst du. Mhm. Und er hat jetzt von sich aus gesagt, hier, wenn du mir helfen willst, du könntest mir helfen, geh für mich auf den Strich. Mhm. Hat er das so ausgedrückt? Ja, nicht unbedingt so. Er hat gesagt, er hat mir davon erzählt und er hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und Nathalie, was hast du denn da in dem ersten Moment gedacht und empfunden, als er das gesagt hat? Mir sind die Worte weggeblieben. Na, aber hallo. Ich weiß nicht, ich habe erst gedacht, mir rutscht die Hand auf. Ja, aber hallo. Aber ich sag mal, ich habe eine Freundin, die macht das und ich habe mich bei ihr natürlich informiert. Mhm. Und Sie hat eigentlich nur viel positiv geredet. Sie sagt, aber es ist schwer, da wieder rauszukommen. Meine beste Freundin sitzt neben mir. Sie hat das auch gemacht für ihren Freund. Und was machst denn du im Moment beruflich? Beruflich im Moment gar nichts. Ich habe Ausbildung angefangen als Arzthelferin, aber abgebrochen. Ja. Warum abgebrochen? Ich hatte eine Chefin und einen Chef. Mhm. Ja, mit meinem Chef kam ich nicht so gut klar. Ja. 2 Monate zusammen, heißt das, dass ihr schon in so einer, also dass du, ich frage dich jetzt, wir telefonieren ja, in einer richtigen Verliebtheitsphase bist? Ja, ich muss nur sagen, ja, auf eine Art schon. Ja. Also ich will ihn ja nicht verlieren. Nur was soll ich machen? Ich werde ihn verlieren. Hm. So, Nathalie, jetzt sage ich dir, was ich mit 100%iger Überzeugung sage und ganz klar sage. Gehe nicht auf den Strich, gehe nicht anschaffen, für einen anderen Menschen, nur weil ein anderer Mensch dich darum bittet. Es ist sicher okay, wenn man, ich habe nichts gegen den Beruf der Hure, wenn man das freiwillig für sich entscheidet. Aber mach es nicht unter Druck, mach es niemals unter Druck. Mhm. Deine Freundin hat ja auch schon gesagt, oder die Bekannte, es ist sehr schwer, da rauszukommen wieder. Ja, aus dem Grund ist es schwer, da rauszukommen, weil die Leute, die da sind in diesem Milieu, die sind nicht, sag ich mal, die gehen nicht mit klarem Kopf dahin. Mhm. Ja, und du weißt ja auch überhaupt gar nicht, welche Auswirkungen es auf deine Psyche hat, auf deine Seele, auf dein Innenleben. Ja, aber das werde ich ja dann erst merken. Ja, aber ich würde mich doch nie im Leben einer solchen Gefahr aussetzen. Nur weil ein Mann, in den du verliebt bist, weil der in finanziellen Schwierigkeiten ist. Das muss er selbst verantworten, auch wenn es sehr ernst ist und er da bedroht wird. Aber ich finde es so unglaublich und ich finde es auch so zum Kotzen, dass er ein Mädchen animiert, auf den Strich zu gehen, nur damit du ihn da raushaust wieder. Das muss er selbst schaffen, wie auch immer, aber nicht noch einen anderen Menschen mit reinziehen. Also Nathalie, von meiner Seite aus, es gibt überhaupt gar kein Wenn und Aber. Nein, mach es nicht. Mhm. Meine Meinung wolltest du sicher hören auch. Ja, natürlich, deswegen habe ich da angerufen. Ja, ganz klar, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ja, meine Freundin hat gerade gedacht, ich habe so nicht mehr alle, wo ich gesagt habe, ich rufe an. Naja, gut. Aber ich habe es dir gesagt und letztendlich musst du es natürlich selbst entscheiden. Mehr kann ich ja auch nicht machen. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss, Nathalie. Ciao.
Das war's für heute, meine Lieben in der Technik, Gunther Papperitz. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder da, wie immer, Freitagnacht, von Freitag auf Samstag. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und wie immer sind ab 0 Uhr unsere Leitungen schon geschaltet. Und ihr könnt ja auch mailen oder faxen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.